Und da ist natürlich das Eisbad so ein Paradebeispiel. Ihr geht da rein und fühlt euch im ersten Moment vielleicht ganz schrecklich und denkt irgendwie so, oh Gott, ich bin hier in so einer Überlebenssituation und kriegt gleich eine Panikattacke und plötzlich merkt ihr, ihr müsst euch von so einer Situation nicht mitreißen lassen. Ihr seid einfach in der Situation und findet in dieser unangenehmen Situation wieder irgendwie zur Ruhe. Herzlich willkommen bei der 12. Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin, und die heutige Folge ist mal etwas spezial. Und zwar ist es ein kleiner Reisebericht, ein Erlebnisbericht von 5 verschiedenen Personen. Ich war Ende November diesen Jahres für knapp 4 Tage in Polen am Fuß der Schneekoppe für ein Wim Hof-Abenteuer mit der Wim Hof-Trainerin Dr. Josefine Worsek aus Potsdam. Vielleicht hast du Josefine auch schon in unserer letzten Folge, in der Folge Nummer 11, ein bisschen besser kennengelernt. Und ich habe für diese Reise ein kleines Aufnahmegerät mitgenommen, erstmal nur so für alle Fälle, weil ich nicht genau wusste, was passiert und ob da überhaupt jemand dabei ist, der vielleicht am Ende was erzählen möchte. Und ja, am Ende haben sich tatsächlich einige der lieben Menschen, mit denen ich diese Reise erleben durfte, bereit erklärt, ihre Erlebnisse und ihre Eindrücke aus diesen Tagen mit uns allen zu teilen und damit vielleicht noch viele andere für so ein Erlebnis zu inspirieren. Und deswegen an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches, dickes, fettes Dankeschön an Thorsten, an Daniel, an Katrin und an Patrick für euren Mut, den man auch erstmal braucht, wenn man sowas zum ersten Mal macht, in so ein Gerät reinzusprechen, und für eure Freude und für eure Inspirationslust, ohne die es diese Folge jetzt gar nicht geben würde. Ich entschuldige mich an dieser Stelle noch für die etwas schlechtere Tonqualität und die leichten Hintergrundgeräusche, denke aber, dass wir alle ganz gut zu verstehen sind. Und eins ist mir auch noch kurz wichtig zu erwähnen, ihr hört mich manchmal husten. Das sind die Reste einer Erkältung, die ich nach Polen mitgebracht habe und mir nicht beim Eisbaden zugezogen habe. Falls du die Wim Hof-Methode noch gar nicht kennst und gar nicht so genau weißt, worum es dabei geht, gebe ich dir jetzt noch kurz ein paar Infos dazu. Wenn doch, kannst du einfach in den Kapitelmarken zur Begrüßung vorspulen. Die Wim Hof-Methode wurde von dem Niederländer Wim Hof entwickelt, der mehr als 20 verschiedene verrückte Weltrekorde hält. Darunter sind zum Beispiel etliche Rekorde für sehr lange Eisbäder, ein Rekord für einen Halbmarathon in Boxershorts und nackten Füßen im Schnee bei minus 20 Grad und ein weiterer für das Schwimmen von ganzen 66 Metern unter Eis und noch viele weitere. Und möglich macht dies eine von ihm entwickelte Technik, welche auf 3 Säulen beruht: auf Atem, auf Kälte und auf Mentaltraining. Und die erste Säule, die Wim Hof Atemtechnik, ist eine Kombination von bewusster Hyperventilation und Atemretention. Atemretention bedeutet, den Atem für eine gewisse Zeit anzuhalten. Und diese kraftvolle Atmung führt in einen tiefen Entspannungszustand und aktiviert so nicht nur die Selbstheilungskräfte, sondern sie senkt auch nachweislich die Entzündungsmarker im Blut und reduziert das Schmerzempfinden und aktiviert die spezifische Immunabwehr. Ja, der zweiten Säule, der Kälte, werden ganz viele positive Effekte zugeschrieben. Und zwar, sie aktiviert den Stoffwechsel, sie fördert die Durchblutung, sie hilft bei Depressionen und lindert Schmerzen, sie kann die Schlafqualität verbessern und, das ist jetzt vielleicht zum Beispiel für Sportler ganz interessant, sie fördert die Muskelregeneration und verbessert die Kälteresistenz. Aber die wahre Kraft der Kälte ist, dass sie schlagartig zur vollen Präsenz im Hier und Jetzt führt. Ja, und die dritte Säule, das Mentaltraining. Hierbei geht es darum, dass die richtige Geisteshaltung eine zentrale Rolle für die Fähigkeit spielt, mit Kälte umzugehen. Die physiologische, also die körperliche Stressreaktion zu beeinflussen und die eigenen Wünsche, die wir alle so im Leben haben, in die Realität umzusetzen, zu manifestieren. Und durch spezielle physische Übungen, Atemtechniken und Meditation wird in der Wim Hof Methode die geistige Stärke trainiert und eine positive Erwartungshaltung geschaffen.
Weitere Informationen zur Wim Hof Methode findest du auf der offiziellen Seite von Wim Hof oder auf der Seite von Dr. Josephine Worsek, und ich verlinke dir diese Seiten natürlich auch in den Shownotes und auf unserer Webseite. Ja, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge. So, jetzt sitze ich hier mit Thorsten und wir haben hier knappe 3 Tage gemeinsam in Polen verbracht. Ich glaube, wir waren 4-mal Eisbaden zusammen bisher. Genau, ja. Ja. Und ja, wir haben morgens die Wim Hof Atmung zusammen gemacht. Wir waren teilweise schon vorm Frühstück Eisbaden und haben ganz viel zusammen erlebt. Und du warst für mich hier auch eine ganz besondere Person. Und zwar hattest du halt eine schlimme Fußverletzung und bist du auf den letzten Drücker irgendwie gesund geworden. Aber dein Fuß ist natürlich immer noch so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Bist trotzdem hergekommen und warst hier so ein ganz positiver Stimmungsmacher für mich so auf dieser Reise. Und ich würde jetzt gerne von dir mal hören, so wie waren diese 3 Tage für dich und was war deine Motivation herzukommen? Ja, also diese 3 Tage waren auf jeden Fall eine große Herausforderung für mich. Nicht nur natürlich mit dem Malheur mit meinem Fuß, also ich habe mir halt vorher 5 Wochen vorher den Fuß gebrochen, auch ein bisschen komplizierter. Und tatsächlich bin ich quasi an dem Tag, wo ich angereist bin, auch erst wieder gesund geschrieben worden. Das war der erste Tag, wo ich wirklich wieder auch selbst Auto fahren durfte. Und ja, von daher ist es eine Herausforderung. Also körperlich auf der einen Seite sowieso, aber auch das ganze Thema Kälte. Weil vom Ursprung, wer duscht gerne kalt oder geht gerne freiwillig, nicht richtig angezogen in die Kälte. Ja, drauf gekommen bin ich, dass ich auch einen Podcast gehört habe, wo die Josephine drin interviewt wurde, und das hat mich direkt irgendwie so angesprochen, dass ich mir gedacht habe, ja, da gehe ich mal ein bisschen tiefer rein, forsche mal ein bisschen nach. Auch der Wim Hof, The Iceman, hat irgendwie bei mir geklingelt. Irgendwie hatte ich den schon mal im Fernsehen gesehen, aber vor vielen Jahren. Und über YouTube und Podcast ist der mir immer wieder dann auch begegnet. Und so war der nächste Schritt, dass ich die Josephine angerufen habe und mal nachgefragt habe, wie sieht denn so ein Seminar überhaupt aus? Und das hat mir direkt von Anfang an gut gefallen. Und so bin ich auch dann direkt in diese Wim Hof Methode eingestiegen und habe da eben gemerkt, dass mir die sehr gut tut. Und gut, dann kam halt das Malheur mit dem Fuß und da haben erstmal alle zu mir gesagt, okay, das Seminar kannst du absagen, aber meine Motivation war dann doch so hoch, dass ich gesagt habe, nein, das ist mein erklärtes Ziel. Ich will dahin, ich will das machen, ich will mich diesem Abenteuer, was es für mich auch wirklich ist, stellen. Und es ist tatsächlich alles so gut gelaufen. Ich habe auch im Krankenhaus täglich diese Übungen gemacht, also die Atmung, und auch kalt geduscht. Und ja, das Ergebnis ist, dass ich tatsächlich herkommen konnte und bis auf eine lange Wanderung dann auch alles mitmachen konnte. Mhm. Und ja, vielleicht mein Fuß mich auch einen Großteil davon abgelenkt hat, was dann da jetzt in der Kälte tatsächlich erstmal kommt, weil ich mit dem Weg dann zum Eisbaden beschäftigt war. Und dann war der Moment da. Also ich hatte dann gar nicht so viele oder so viel Zeit drüber nachzudenken, was passiert denn jetzt, wenn ich da in das Eiswasser gehe. Und die Wege waren für mich halt auch ein bisschen anstrengender, sodass ich da immer gut aufgeheizt habe, sodass das erste Mal eigentlich gar kein Problem war. Und ja, die erste positive Erfahrung hat natürlich dann auch dazu geführt, dass man sich das andere auch noch zutraut. Wobei, du hast es gerade schon gesagt, also vor dem Frühstück und dann auch in der Nähe hier der Unterkunft, also das heißt, der Weg dahin, da hat man nicht mehr so aufgewärmt. Und das war dann nochmal eine größere Herausforderung, aber natürlich auch durch die Gruppendynamik und auch ein Eisbad, wo wir gemeinsam alle reingegangen sind, uns gemeinsam motiviert haben. Also das waren einfach Erfahrungen und Erlebnisse. Das ist wirklich sensationell. Und ja, also die Bezeichnung, dass es hier ein Abenteuer ist, das ist definitiv so. Also man kommt so raus aus der Komfortzone, muss sich so seinen eigenen Ängsten stellen und auch der Panik in der Kälte. Wie gehe ich damit um? Vielleicht müssen wir an der Stelle einmal dazu sagen, also ich habe mich auch fast bisschen erschreckt, als wir das erste Mal gemeinsam alle Eisbaden waren, direkt hier am Sonntag. Wir sind Samstagabend angereist
Und dann hat jemand die Wassertemperatur gemessen und es waren irgendwie minus ein Grad. Ja, also in dem fließenden Gewässer. Und da habe ich auch noch mal für einen Moment ein bisschen geschluckt. Ja. Also das ist schon eine besondere, sehr intensive Kälte. Ja, ja. Ja. Beeindruckend ist natürlich dann gut jetzt die Information, das ist, Wasser hat wirklich Minusgrade, aber dann haben die Coaches sich das auch nicht nehmen lassen, einen Ast an dem Eiszapfen hing, den sie da aus dem Fluss gefischt haben, wirklich auch dann dorthin zu legen. Also da wurde auch visuell der Reiz direkt gesetzt, ja, das ist jetzt echt kalt. Und ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, also beim ersten Mal war mir so warm, also ich bin da ohne Gedanken erstmal rein. Aber dann kam halt die Panik im kalten Wasser und sich dann drauf zu besinnen, was jetzt da zu tun ist, ist mir dann zum Glück ganz gut gelungen. Und dann eben das Erstaunen war so groß, ja, es geht tatsächlich. Und auch was nachher im Körper passiert und was man da erlebt und auch natürlich in dem Moment, wenn man in der Kälte ist, da ist man so sehr in dem Moment, so sehr im Fokus. Also das ist ja eine Erfahrung, das lohnt sich, das einfach mal auszuprobieren und zu sehen, ja, was kann der Körper tatsächlich alles aushalten, was kann er ertragen und wie kann er auch im Nachhinein wieder funktionieren, weil wir haben ja alle bestimmte Glaubenssätze über Kälte im Kopf, sich halt immer schön warm anziehen, Schal um und wenn man plötzlich da wirklich nur in Badehose in Wasser geht mit Minustemperatur, dann ja, fällt der ein oder andere Glaubenssatz in sich zusammen. Mhm. Ja, ging mir auch so, auch als wir dann jetzt hier morgens schon, ne, wir sind ja schon in Badesachen erstmal im Schnee zur Badestelle gelaufen, die 5 Minuten, sind dann dort reingegangen, sind alle immer ein paar Minuten drin geblieben, sind wieder raus. Also ich glaube, die meisten sind immer so eine Minute, manche zwei, manche drei drin geblieben. Ja. So, das ist schon eine sehr bewegende Erfahrung, so über seine Grenze zu gehen und immer wieder zu spüren, dass es möglich ist. So, was für Grenzen im Kopf existieren, dass da so eine Verschiebung stattfindet. Ja, also, das ist genau richtig. Und vor allen Dingen die Stimmen im Kopf, die vorher immer sagen, eigentlich geht das gar nicht und was machst du jetzt hier eigentlich? Die werden dann doch eines Besseren belehrt und allein diese Erfahrung ist schon mal extrem wertvoll. Mhm. Ich denke auch, die körperliche Erfahrung zu machen, dass Grenzen im Kopf existieren und wir sie verschieben können. Ja. Ja, absolut. Würdest du wiederkommen? Auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Also es war heute auch der Fall, dass ich eben nicht mitgehen konnte. Heute war eben eine längere Wanderung, nur in Badesachen angesagt. Das habe ich meinem Fuß jetzt tatsächlich nicht zugetraut. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen dafür gesorgt, dass die Unterkunft schön warm war, alles vorbereitet ist für die Teilnehmer, die zurückkommen, die mir auch schon alle, das Wahnsinn, in so kurzer Zeit ans Herz gewachsen sind. Und in der Zeit habe ich mir wirklich überlegt, ja, das war jetzt so toll. Also das will ich auf jeden Fall wiederholen. Also nur zu Hause einfach nachmachen, das wird mir wahrscheinlich nicht reichen, das werde ich auch tun. Aber ja, wiederzukommen, das wieder so zu erleben, diese Gruppendynamik so zu erleben, das habe ich für mich heute entschieden. Also das wird passieren. Ja, schön. Ja, da sagst du gerade noch was sehr Schönes. Ne? Also die Gruppendynamik war hier für mich so mit was super Besonderes an dieser Reise. Ne? Also das haben wir, glaube ich, alle schon ganz oft festgestellt, was hier innerhalb in diesen 3 Tagen an Zusammenhalt und Vertrauen und an Zugehörigkeitsgefühl in der Gruppe entstanden ist, finde ich auch sehr, sehr besonders. So. Ja, das stimmt. Ja. Ja, und das wird natürlich auch extrem gefördert durch die Josephine, die hier einfach einen Rahmen geschaffen hat und auch eine klare Botschaft auch am Anfang ja gesendet hat. Also ihr sollt euch hier fühlen, als ob ihr zu Hause wärt und das ist tatsächlich auch so eingetroffen. Also damit hätte ich gar nicht so gerechnet. Aber es ist tatsächlich so passiert und man fühlt sich hier auch so sicher, auch von den Coaches, die das noch weiter begleiten. Mhm. Ja, also für mich war ja auch die Frage, ja, was passiert denn, wenn jetzt doch mal irgendwas schief geht? Aber man ist tatsächlich auch so unter Beobachtung und in Betreuung, dass ja, man sich da wirklich so in ein Netz eigentlich begibt, wo man sicher sein kann, okay, das funktioniert alles. Die gucken einen an und schätzen einen ein und achten dann auch darauf, dass man jetzt nicht über die Grenzen zu weit hinausgeht, dass man auf jeden Fall hier das auch wohlbehalten alles übersteht. Möchtest du noch irgendjemandem was mit auf den Weg geben?
Gut, also mein wirklich absolutes persönliches Resümee ist, wenn ich jetzt über diese Wim Hof Methode nachdenke und dass ich sie ungefähr so seit 3 Monaten anwende, seitdem ich eigentlich davon gehört habe. Und wenn ich jetzt betrachte, das Malheur, was mit meinem Fuß passiert ist, wie schnell das jetzt wieder in Ordnung gekommen ist oder wie schnell der Heilungsprozess da war und auch die Ärzte ein bisschen erstaunt waren, wie gut das jetzt alles gegangen ist, kann ich wirklich nur allen sagen, die irgendwie ja daran glauben können, dass diese Methode sie bei einer Heilung unterstützen kann oder bestimmte Gesundheitszustände verbessern kann. Also ich habe es für mich tatsächlich jetzt erlebt. Und dass ich hier bin, wo mir eigentlich noch prognostiziert war, dass ich jetzt noch 2 Wochen an Gehhilfen gehen sollte. Und ich laufe tatsächlich auch jetzt schon hier so rum und sichere mich zwar ein bisschen ab, aber ja, ansonsten, so einige hätten nicht gedacht, dass ich überhaupt ja so eine Einschränkung im Moment habe. Und ja, ich bin begeistert davon und ich habe für mich verinnerlicht, dass diese Methodik wirklich was bewirken kann. Und ja, ich habe da auch den festen Glauben dran. Danke, Thorsten. Sehr gerne. Der Nächste, der sich noch bereit erklärt hat, hier ein paar Worte zu den vergangenen 3 Tagen in Polen zu sagen, ist Daniel. Und ja, Daniel, wie hast du die 3 Tage hier erlebt und was war deine Motivation, herzukommen? Eisbaden zu gehen bei -1 Grad, in der Badehose 4 Stunden zu frieren und Wein anzugehen, mit uns zu atmen. So. Wie war das hier für dich? Also mir hat vor ungefähr 10 Monaten ein Freund davon erzählt, vom Iceman und dass der sämtliche Rekorde bricht und dass er behauptet, dass er nicht mehr krank wird. Und das war für mich eigentlich die größte Motivation. Ich bin eigentlich ein gesunder Mensch, ja, also werde eh selten krank, aber dachte, wenn es eine Technik gibt, dass man wirklich nicht mehr krank wird, dann mache ich das einfach. Ja, und dann habe ich es ausprobiert und ich habe gemerkt, dass es mir unglaublich viel Energie gibt. Ja, diese Atemtechnik. Kalte, genau, die Atemtechnik auf jeden Fall und dass es mich unfassbar entspannt und auch gerade vor einer Meditation einfach, dass es dich besser in den Meditationsraum bringen. Ne? Also, dass du einfach wesentlich entspannter reingehst. Du brauchst nicht so lange, um den Fokus dann zu halten, sondern dank der Atemtechnik bist du schnell da drin. Und die kalten Duschen morgens halt, die geben mir wirklich viel Energie. Ja? Mhm. Du machst jetzt 10 Monate und zum 40. Geburtstag hat meine Frau mir dann halt den Workshop hier geschenkt. Mhm. Und der ist unfassbar toll. Und was mich aber am meisten fasziniert, ist die Gruppe. Ja, also wirklich, wie schnell man einfach so eine Verbundenheit zu den Menschen findet. Und es fühlt sich an, als würde man sich schon so lange kennen. Ja, also das ist das, was mich eigentlich am allermeisten flasht. Ja. Das geht mir ähnlich. Ja. Das ist ein super intensives Gefühl. Ja, genau. Und die Atemtechnik, das ist alles gut. Und ich kann mich hier auch absolut gehen lassen, noch viel, also ich glaube, dank dieser Gruppendynamik noch viel intensiver wie zu Hause, wenn ich es alleine mache, ja, wenn Josephine hier die Atemübung anleitet, dann ist es unglaublich entspannt, also ich fühle mich wirklich so, als würde ich in irgendwelche anderen Dimensionen schmelzen, also es ist wirklich so Wahnsinn, ganz intensive Erlebnisse hier. Am Anfang waren die sogar ein bisschen beängstigend, so dass ich dachte, irgendwie jetzt bist du gleich, fällst du in Ohnmacht oder sowas, ne? Und dann komme ich nicht mehr raus als aus diesem Gefühl. Aber ich konnte mich jetzt darauf einlassen und es passiert nicht. Ja. Also ich kann mich jetzt einfach wirklich dem hingeben und es ist total spannend einfach. Ja, so ist es. Aber die Gruppendynamik und die Menschen, die man hier trifft, zusammen mit den extremen Erlebnissen, die du hast, ne? Also die auch Überwindung kosten, die man dann nur als Gruppe praktisch dann bewältigen kann. Es gibt einen auch unfassbar viel Kraft, sowas gemeinsam zu machen. Das ist besonders schön. Ja. Wie hast du so die ersten Eisbäder erlebt? Also ich trainiere schon ein bisschen und deshalb war die Überwindung für mich nicht so groß. Allerdings das Eisbad, was wir am Morgen gemacht haben, vorm Frühstück und dann auch noch in Badeklamotten direkt zum Spot zu laufen, wo wir das Eisbad nehmen, das war eine Herausforderung, weil ich habe schon auf dem Weg dahin gefroren und dann noch in dem frierenden Zustand ins Wasser zu gehen, das war hart. Ja. Ja, und dann noch der Rückweg,
in den nassen Klamotten praktisch. Mhm. Das war die größte Herausforderung. Das kannte ich so nicht. Normalerweise gehe ich joggen, jogge zu dem See hin, springe ins kalte Wasser und da habe ich dann wirklich Lust drauf, weil mein Körper total aufgeheizt ist. Und dann komme ich aus dem See wieder raus, ziehe die Sachen wieder an und jogge zurück. Mhm. Ne? Also das ist eine angenehme Sache. Ja. Aber wenn du schon frierst, dann Eisbad zu nehmen, ja, mhm, das ist härter. Ja, ging mir auch so. Ne? Und dann immer wieder die Erfahrung jetzt zu machen. Ich glaube, wir waren jetzt 4-mal Eisbaden in den letzten Tagen. Ja. Immer wieder die Erfahrung gemacht, man taucht wieder auf. Genau. Auch wenn vielleicht mal Füße oder Hände, auch mal Schmerzen danach. Es taut alles wieder auf und wir sind zu so vielem fähig. Ja, genau. Und einfach auch mal die Situation hinnehmen, das, was weh tut, das, was friert. Einfach mal sagen, okay, es ist so, aber du kannst damit umgehen. Ne? Genau. Das ist ja der... Also dem nicht, so wie Josephine auch immer sagt, der Kälte nicht davonlaufen, sondern sie einfach ertragen und sagen, okay, ich akzeptiere es, es ist kalt, es tut weh, aber es ist okay. Es ist vor allem auch nicht schlimm. Ne? Also genau. der Glaube, den auch ich oft hatte, so ich werde jetzt krank, ja, weil ich irgendwie mal ein bisschen friere oder so. Ne? Und ich meine, heute, wir sind knappe 2 Stunden in Badeklamotten bei ungefähr 0 Grad auf den Berg hochgelaufen. Genau. Und wir haben uns dabei zwar bewegt, aber es war auch für mich, mir war nicht warm dabei. Nee, ich weiß nicht, wie es dir ging so. Also ich habe nicht brutal gefroren, das überhaupt nicht, aber mir war jetzt auch nicht pottenwarm. Und ich hätte jedenfalls, wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, dass ich sozusagen mal in Anführungsstrichen im Schlüpper bei 0 Grad 2 Stunden wandern gehe, so never ever. Ja, und dass das so gut möglich ist und es einem jetzt so gut danach geht, ist eine schöne Erfahrung. Das hat mich auch fasziniert. Also mir war wirklich nicht kalt auf dem Hinweg, weil es ging ja die ganze Zeit bergauf. Ja? Mhm. Und da hat sich mein Körper wirklich aufgeheizt. Es kam irgendwann mal so eine Phase, da war so ein bisschen Wind. Und das habe ich dann noch gespürt. Da hat es mich kurz gefröstelt und dachte, wow, also wenn Wind wäre, dann ist das schon nochmal eine ganz andere Nummer. Mhm. Ne? Aber was ich auf dem Rückweg, wir sind ja dann bergab gelaufen, gemerkt habe, ist, dass auch die kurze Hose, die beeinträchtigt einen ja überhaupt nicht. Das merkst du ja gar nicht. Du hast warme Füße durchs Laufen und die kurze Hose hat mich überhaupt nicht gestört. Ja. Obenrum, also wirklich mit freiem Oberkörper, da merkst du natürlich die Kälte schon so ein bisschen. Ne? Und deine Muskeln, die sind ja dann so ein bisschen schwerfälliger. Du kannst dich nicht so richtig dynamisch bewegen und so. Ne? Das ist alles ein bisschen steifer. Aber kurze Hose, also da kann man sich wirklich mal überlegen, ob man nicht länger kurze Hosen trägt. Ja, absolut. Das war super. Mhm. Ja, die Wanderung fand ich auch ganz eindrucksvoll. Ne? Ja. Durch den Wald, die Kulisse dann und der wie der Schnee. Sonnenuntergang war. Der Schnee, der Mond, wie der aussah auf dem Rückweg. Das war total toll. Ja, ja, fand ich auch. War ein sehr, sehr, sehr schönes, spezielles Erlebnis. Ja. Das auch nochmal so mit der Gruppe zu erleben. Ja, total. Echt. Mhm. Also eine Erinnerung, die man dann teilt. Ne? Das sind ja eh die schönsten Erinnerungen, die man gemeinsam teilt. Ja. Dass Julie hier weiß, ne? Meine Frau, das ist natürlich nochmal das Highlight. Absolut. Also, wieder eine Erinnerung mehr. ja, ich glaube, da wird auch einigen von uns noch so der gemeinsame Gitarrenabend mit euch in Erinnerung bleiben. Und das war auch absolut schön, ja. Ja, also wir haben hier echt wunderschöne Dinge gemeinsam erlebt. Ne? So, ja. Sehr intensiv, sehr, sehr liebevoll in der Gruppe. Ja, genau, auf jeden Fall. Ja. Fand ich auch. Und ich bin gespannt, welche Kontakte bleiben. Also ob es, weißt du? Ja, wie das immer so wo ist. Wo man sich nochmal trifft. Das ist ja mit dem Konzert irgendwie so eine Geschichte, ob man sich da nicht nochmal trifft und dahin geht. Mhm. Also ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht. Ja, ne? Ich auch. Möchtest du noch eine Botschaft dalassen für jemanden, der jetzt vielleicht überlegt, soll ich das mal machen, soll ich das nicht machen? Also ich kann nur empfehlen, dass man sowas macht. Einfach auch, dass man sich anderen Menschen, anderen fremden Menschen oder fremden Gruppen gegenüber öffnet. Dass man offen dafür ist, Leute kennenzulernen. Und also weil das ist einfach so die Botschaft, die ich am meisten mitnehme. Ne? Dass es eigentlich in Wahrheit gar keine Fremden gibt. Dass es eigentlich alles Freunde sind, wenn man sich denen gegenüber öffnet. Das ist so das, was ich hier am allermeisten erkannt habe. Mhm. Ja. Mhm. Dass man in jedem irgendwas findet, was unglaublich wertvoll ist. Mhm. Ne? Ja, das war ein Wahnsinnseindruck hier. Ja, ich habe hier auch so viel Liebevolles in jedem
gesehen. Es gab so viel Unterstützung und ja, genau. Vertrauen in dieser Gruppe. Die Gespräche und man hat so viel gelacht. Ja. Ja. Und es war einfach so viel Freude zu sehen. Ne? Und eben gemeinsam wirklich echt sich selbst überwunden und genau. Sich dabei auch, finde ich, sehr als Gruppe unterstützt. Ja. Also wie du schon sagtest, viele Dinge hätten wir vermutlich alleine nicht gemacht. Geschafft. Ja. Ne? Und aber als Gruppe dann so über sich hinaus zu wachsen. Ja. Auch ein sehr verbindendes, schönes Erlebnis. Absolut. Ja. Nee, kann ich jedem empfehlen. Schön. Wirklich toll. Danke, Daniel. Gerne. Jetzt sitze ich hier noch mit Katrin zusammen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir haben jetzt gerade gegessen, waren heute über 4 Stunden draußen in der Kälte, davon über 2 Stunden in Badeklamotten, mehr oder weniger in kurzen Sachen. Und ich bin auch gerade total müde und bettreif. Und ich finde es voll schön, dass du dir jetzt auch noch mal kurz Zeit genommen hast, um ein bisschen was so darüber zu erzählen, wie du die letzten 3 Tage hier erlebt hast und was so deine Motivation war, herzukommen. Ja, ich bin auch total müde. Und wir sitzen ja schon auf dem Bett, deswegen ist der Weg nachher nicht mehr weit. Meine Motivation war, eine Freundin hatte das, oder sie kannte die Trainerin, die Josefine, schon vom Yoga und hatte mich damals überredet an Ostern, komm, wir fahren nach Sylt, da gibt es so einen Workshop Eisbaden. So hatte sie es ganz kurz beschrieben. Und ja, Eisbaden klang für mich jetzt nicht so verlockend, aber Sylt. Und also habe ich mich drauf eingelassen. Wir sind dann 4 Tage hingefahren und ein Tag war dann dieser Tagesworkshop. Und dort hatten wir Josefine kennengelernt und sie hat mich total fasziniert von ihrer Art. Wir waren dort in einem Hostel zusammen und sie hat es geschafft, Menschen zu begeistern und das hat mich total bewegt. Wir saßen da an so einem Tisch im Hostel mit 10, 15 Leuten, alles viele Frauen und sie hat einfach erzählt von Wim Hof, von der Methode und hat es aber gar nicht aufdringlich gemacht, sondern alle waren interessiert und alle haben sie danach gefragt und alle kamen zu ihr und wollten darüber lernen. Und also war ich total gespannt auf den nächsten Tag und dann hatten wir diesen Workshop und auch dort war es so, dass wir alle ins Wasser gegangen sind und alle diesen schönen Tag verbrachten. Dennoch war Kälte noch nie mein Freund und ich hasse Kälte, ich liebe heiße Duschen, aber nicht die Kälte. Und Doro fragte schon das erste Mal dann auf Sylt, ach, hast du nicht Bock im November mitzufahren? Da gibt es einen Workshop über mehrere Tage, da wandert man dann auch im Schnee. Nee, auf gar keinen Fall. Also ich fand es irgendwie gut, dass ich einen Tag geschafft hatte, aber keinen weiteren. Und so über die letzten Tage, die letzten Wochen, die letzten Monate habe ich immer mal diese Atmung gemacht und habe dann schon gemerkt, das hilft mir total loszulassen und zu entspannen. Ich komme auf einen Beruf, wo man immer funktionieren muss, wo etwas nicht zu können oder nicht zu schaffen keine Option ist, weil man für Menschen die letzte Option ist. Und diese Möglichkeit zu sagen, heute bin ich nicht gut drauf oder heute kann ich nicht, die gibt es nicht. Und deswegen fällt es mir immer schwer, auch privat dann einfach abzuschalten, runterzukommen und keine Verantwortung zu übernehmen für was auch immer. Und möchtest du kurz sagen, was du machst? Ja, ich arbeite bei der Feuerwehr, genau. Das ist das Klassische, was die Leute mal sagen, das stimmt auch so. Wenn es brennt, rennen alle raus und wir rennen rein. Und es ist tatsächlich so, dass die Leute Hilfe brauchen und sich halt auch nicht mehr anders zu helfen wissen. Und man kommt dahin und die erwarten, dass man hilft und dass man ihnen weiterhilft. Und wenn dort ein rotes Auto oder auch ein Rettungswagen kommt, dann erwarten die das. Und es ist auch nicht, es geht einfach nicht, dass man sagt, ich habe hier keine Lösung, sondern natürlich findet man immer eine Lösung, aber es ist auch sehr anstrengend, immer Verantwortung zu haben. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Menschen, für die man verantwortlich ist oder auch für die Kollegen, für die man verantwortlich ist. Deswegen habe ich was gesucht, um einfach loszulassen, um diesen Stress, um dieses immer präsent sein zu müssen, auch mal loslassen zu können. Und das habe ich im Yoga schon gefunden, einen großen Teil.
aber habe ich jetzt auch nochmal mit dieser Atmung gefunden. Und so haben wir uns dann hier angemeldet mit einem großen Abenteuer. Doro hat mir auch versprochen, wir fahren danach nach Thailand. Das war auch nächste Woche. Aber vorher kam jetzt die Kälte. Und dann sind wir hier angekommen. Und allein dieses Haus war schon fantastisch. Also super schön. Und diese Gruppe, natürlich ist man am Anfang immer neugierig, interessiert, gespannt. Und schon die ersten Gespräche waren einfach fantastisch. Man hat tolle Leute getroffen und hat irgendwie gemerkt, obwohl jeder eine andere Geschichte hat, verbindet einen doch ganz viel, sehr, sehr viel. Und ich hatte es am ersten Abend schon gesagt, am zweiten war es. Am ersten hatte ich gesagt, Mensch, hier müsste man mal mit Freunden kommen. Und das Tolle war, diese Freunde sind auch innerhalb von wenigen Tagen sind aus fremden Menschen dann eben Freunde geworden. Das hat sich wirklich so angefühlt. Und diese Gruppe, und das ist das, was ich noch nie erlebt habe, was eine Gruppe schaffen kann. Also so dieses gemeinsam was erleben, was einen verbindet, aber auch gemeinsam über Grenzen hinauszugehen und diese eigene Grenze auch zu überwinden, ist das, was mich total fasziniert an diesem Workshop hier. Und natürlich ist die Kälte und natürlich ist das immer noch so ein großes schwarzes Ungeheuer, was da draußen wartet, ist halt diese Kälte, die so gar nicht zu fassen ist, weil sie so, ja, sie hat keine Form, sondern sie ist halt so ein großes Etwas und man geht da raus und stellt sich ihr. Und das ist halt total spannend, weil für mich war es nach den ersten Malen dann so, dass dieses große schwarze Ungeheuer dann so den Schrecken verloren hat. Ja, ging mir auch so. Ja, würde nicht sagen, ich habe sie bezwungen. Also diese Ehrfurcht habe ich immer noch, aber sie ist nicht mehr so schrecklich, wie sie vorher war. Mhm. Das ist das, was ich irgendwie so fühle. Und jedes Mal, wenn wir aus dem Wasser kamen, war das so. Und es war total okay, wenn man so mit sich war. Also man konnte, die Leute haben das akzeptiert. Aber wenn man Anschluss gesucht hat, dann, wir haben uns ja immer in so einer Pinguin-Formation aufgestellt und miteinander gekuschelt. Aber es war auch total okay, wenn ein Pinguin alleine sein wollte und vielleicht auch alleine laufen wollte. Bei dir war es heute so, du hattest dann gesagt, ich möchte gerne heute mein inneres Feuer anzünden, ich möchte kurz alleine für mich laufen. Und das war auch okay. Also das hat die Gruppe akzeptiert. Und wenn man dabei sein wollte, auch das hat die Gruppe hat dann immer wieder ihre Pinguin-Formation geöffnet und dann jeden reingelassen und man konnte irgendwie dabei sein. Das ist das, was ich sehr schön finde. Ja, ich habe das heute, also gerade heute bei der Wanderung, mir wurde dann irgendwann so nach einer Stunde relativ kalt und dann gab es halt genau diesen Moment, ne? Also wo ich dann auch versucht habe, mal ein bisschen so für mich zu sein, wo Josephine mir halt so den Tipp gegeben hatte, so versuch mal, dich gar nicht so sehr auf ein Gespräch mit jemandem zu konzentrieren, sondern versuch jetzt nochmal ein bisschen mit dir zu sein und dich auf dich zu konzentrieren, auf die Wärme, die ja in dir drin ist. Und das habe ich probiert, das hat auch eine ganze Zeit lang ganz gut funktioniert und dann waren aber doch auch irgendwann die Hände kalt und so. Und das waren so schön, wir standen da und ich habe nur kurz gesagt, so meine Hände sind kalt und auf einmal kamen von allen Seiten Hände, die mich aufgewärmt haben. Ich glaube, ihr habt zu viert um mich rumgestanden. Warme Hände. Genau, mit euch mit warmen Händen. Meine Hände aufgewärmt, meine Arme aufgewärmt. Du hast mir geholfen, meinen Rucksack noch zuzumachen und Tee rauszuholen. Und du hast mich auch heute Morgen, wir haben heute Morgen erst einen Schneeengel alle in Badesachen draußen gemacht und wollten danach, nachdem wir 6-7 Minuten alle zusammen im Schnee lagen, so halbnackig, war noch die Option, danach noch ein Eisbad zu nehmen. Und dachte ich schon so, boah, nee, nach einem Schneeengel noch ein Eisbad, ob ich das brauche. Und dann hast du mich heute Morgen motiviert, dann noch mit runterzugehen. Das war wieder die schöne Gruppendynamik. Ohne dich wäre ich nicht mit runtergegangen. Und es wäre aber auch total okay gewesen. Also es war super schön, dass du drin warst. Aber es wäre auch total okay gewesen, wenn du gesagt hättest, oh nee, ist mir heute nichts, aber ich bin dabei. Das ist total schön jetzt. Ist heute der letzte Abend, da ist man natürlich immer ein bisschen demütig und irgendwie traurig, dass es jetzt vorbei ist. Aber ich glaube, jeder nimmt ganz, ganz viele Leute mit oder von den letzten Tagen mit. Und wir haben ja noch diese Aufgabe, wie wir die Gedanken und die schönen Sachen von hier in den Alltag
integrieren. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an diese Aufgabe. Ich habe gestern Abend bekommen. Und, ich verbinde das, oder ich höre immer so gern Musik und alles, was ich hier so gehört habe in Liedern, dann höre ich das immer gerne nochmal und erinnere mich an die schönen Bilder und heute an die Momente, die einfach wahnsinnig eindrucksvoll waren. Mhm. Ich habe zeitweise auch nur noch hinten auf Waden geschaut und einfach nur noch einen Schritt vor den anderen gemacht. Also, Bei der Wanderung? Bitte. Bei der Wanderung, ja, klar. Also, und das Schöne ist auch, das hatte gestern Patrick gesagt, dass jeder sich mit seiner Verletzlichkeit auch zeigt. Und das Eis oder die Kälte, da sind die Leute ohne Maske. Mhm. Und das ist halt das, was wirklich besonders ist. Was man gar nicht so im Alltag hat, weil jeder hat viele Leben in der Maske. Und das ist halt auch eine Rollenerwartung, die man so im täglichen Leben hat und man zeigt sich nicht gern verletzlich, weil das im Alltag nicht alltagstauglich oder konform ist mit dem, was Leute von einem erwarten, und das ist halt hier total schön zu erleben und dass man so aufgenommen wird von allen und einfach so sein kann und gar nicht eine Rolle spielen muss, weil man gar keine Rolle hat. Man hat eigentlich nur eine Rolle in der Gruppe. Ja. Das ist das, wie ich das erlebe und das ist total schön. Ja, finde ich auch. Ja. Hast du noch eine kleine Botschaft oder etwas, was du jemandem mitgeben möchtest, der das hier hört oder der überlegt, vielleicht auch mal so einen Workshop zu machen oder sich der Kälte und auch, also der Kälte auszusetzen, sich der Wim Hof Methode zuzuwenden, sich mit der Atmung zu beschäftigen? Ich habe was Schönes gelesen. Das ist ein Zitat von Goethe. Ich kriege es gar nicht mehr so wirklich zusammen, aber es sagte: nur was von Herzen kommt, kann auf Herzen wirken. Und dieses Ehrliche, ehrlich zu sich selbst zu sein, ich glaube, nur dann kann man auch ehrlich zu anderen zu sein. Und der erste Schritt, und wo man das ganz gut lernen kann, ist vor allen Dingen in der Stille. Mhm. Das klingt jetzt wahnsinnig dramatisch, oh Gott, ich gehe in die Stille. Aber es ist eine Herausforderung, mit sich selbst in die Stille gehen zu können. Mhm. Aber ich glaube, wenn man das schafft, dann schafft man auch alles andere. Mhm. Und die Kälte ist ein Synonym für dieses große Monster, was man schafft, ist ein Synonym für vieles andere auch und viele große Herausforderungen. Und wenn man 4,5 Stunden auf so einen Berg läuft, im Badeanzug, dann schafft man vieles anderes auch. Und ich glaube, das fängt mit Vertrauen an, vor allem Vertrauen in sich selbst. Mhm. Und man muss nur den ersten Schritt machen. Und dann findet man so eine Gruppe, die fängt einen auf, wenn man vielleicht selber noch gar nicht so weit ist oder noch nicht, vielleicht körperlich nicht schafft. Dann findet man so eine Gruppe, wie wir sie hier gefunden haben, und die trägt einen auf diesem Berg nach oben. Mhm. Die wärmt deine Hände und die legt deine Hände auf deine Schultern und die stützt andere, die nicht so gut gehen können. Und gemeinsam in der Gruppe schafft man das. Also es ist tatsächlich nur ein ganz kleiner Schritt und der Rest macht so eine Gruppe. Ja, ach, deswegen, das ist eine Reise, die es auf jeden Fall wert ist, zu reisen. Mhm. Erst in sich selbst und dann mit der Gruppe. Sehr schön. Danke, Katrin. Gerne. Jetzt spreche ich hier ganz zum Schluss, kurz vor unserer Abreise, nochmal mit Patrick Wey. Und Josephine hat ja dieses Wim Hof Abenteuer diese paar Tage hier veranstaltet und Patrick hat als Level 1 Instruktor uns begleitet als Assistenz für Josephine und hat auch jetzt seine ersten Erfahrungen so aus Trainersicht mit einer größeren Gruppe mit uns hier geteilt, uns begleitet. Und ja, Patrick, wie waren diese paar Tage für dich? Wie hast du die Tage hier erlebt? Ja, hallo erstmal. Ja, es war super spannend. Also ich bin vor allem erstmal sehr, sehr dankbar für die Erfahrung. Habe die Ausbildung vor kurzem erst abgeschlossen im September. Jetzt haben wir Anfang Dezember, also von daher bin ich noch ganz frisch dabei. In der Ausbildung wurde die ganze Zeit am Ende davon gesprochen, dass man irgendwann so diesen Shift macht vom Schüler, vom reinen Praktizierenden eben zum Trainer und worauf es da ankommt. Und das habe ich jetzt hier ganz, ganz deutlich gespürt, ja. Dass man so ein bisschen auch von sich weggeht. Paradebeispiel war jetzt die Wanderung, die wir gestern gemacht haben. So ein Stück weit wäre ich natürlich gerne auch mit euch irgendwie oben ohne da durch den Schnee gestapft. Fand das ganz, ganz spannend, euch dabei zu beobachten und hätte es irgendwie gern selbst gehabt. Aber das war dann natürlich wieder so dieser Punkt, bei dem ich gemerkt habe,
ich bin ja jetzt hier nicht irgendwie als Teilnehmer dabei, sondern ich habe hier auch eine andere Funktion. Und es war dann so schön zu sehen, dass man dann von sich so ein bisschen weggeht, die anderen dabei beobachtet, auch so diese Unterschiede in den Leuten feststellt. Manchen fällt es phasenweise leicht, manchen fällt es irgendwie sehr, sehr schwer. Manche kommen durch so einen Tiefpunkt und brauchen dann vielleicht so ein bisschen Hilfe, ein bisschen Unterstützung, auch wieder so ihren Fokus wieder zu finden. Das Schönste war eigentlich zu sehen, zum einen dieses tiefe Gefühl von Verbundenheit, was wir in der Ausbildung zwischen den Instruktoren einfach relativ schnell gebildet haben, dass sich das halt im Teilnehmerkreis genauso schnell bildet. Also das einfach so dieses Durchgehen von solchen besonderen, teils extremen Erfahrungen und Situationen, die Leute einfach dermaßen miteinander verbindet und zusammenschweißt, dass man halt nach ein, zwei Tagen das Gefühl hat, die Leute kennen sich seit Jahren und wüssten alles voneinander und wissen teilweise nicht mal, wie die Leute mit Nachnamen heißen oder irgendwie, ob sie verheiratet sind oder Kinder haben, aber man fühlt sich einfach dem anderen halt so unglaublich nahe. Und das war halt ganz toll zu sehen, wie sehr wir halt einfach, dadurch, dass wir euch durch diese Situation leiten, dieses Gefühl in euch entstehen lassen. Also das hat mich jetzt echt bestätigt, wie schön das ist, wie wertvoll, dass man halt diese Erfahrung anderen mitgeben kann, anderen helfen kann, in diese Situation zu kommen. Und das war für mich so das größte Geschenk aus dieser knappen, kurzen Woche, die wir jetzt hier gemeinsam hatten. Okay, also du freust dich auch schon aufs nächste Mal. Genau, also das war jetzt, wie gesagt, für mich so die erste größere Reise über mehrere Tage hinweg. Das wird jetzt für mich dann im Februar ungefähr losgehen mit so eigenen Tagesworkshops und irgendwann auch so Wochenenden, bei denen ich dann halt der hauptverantwortliche Trainer oder Instructor bin. Darauf freue ich mich jetzt natürlich nur noch mehr, weil ich jetzt sehe, wie schön das ist, wie viel Spaß das macht. Also auch Gruppen, die am Anfang vielleicht gar nicht so homogen wirken, wie schnell man die aber einfach halt wirklich so zusammengepackt bekommt, dass die eigentlich untrennbar miteinander zusammenhängen. Und auch, ja, ich kann es mir schon vorstellen, wie das jetzt in einer knappen Stunde wird, wenn sich hier alle verabschieden. Oh ja. Wie sich alle in den Armen liegen werden und die Tränen werden fließen. Ja, eben auf all diese besonderen Erfahrungen freue ich mich jetzt schon sehr. Mhm. Danke, Patrick. Gerne. Jetzt sind Patrick und mir doch noch mal kurz ein paar Sachen eingefallen, die wir doch noch anschließen wollen. Wir haben ja die letzten Tage viel darüber gesprochen, dass wir durchs Eisbaden, durch die Kälteexposition beim Spazierengehen, durch das Atmen, in vielen Gesprächen, es ging oft darum, eine zentrale Erfahrung zu machen, nämlich, dass wenn ich meinen Fokus, kann ich das jetzt so sagen, richtig setze oder aus einer Mücke keinen Elefanten mache, mich einer Situation hingebe, zum Beispiel einem Eisbad bei minus 1 Grad, und dann erfahre, dass ich das bewältigen kann, dass ich das schaffen kann, dass ich mit dem Stress gut umgehen kann, dass mir das natürlich auch zu spüren, dass mir das in der Gruppe leichter fällt, dass ich all diese Erfahrungen jetzt körperlich mitnehmen kann in meinen Alltag, wo ich eben oft ganz andere Situationen zu bewältigen habe. Ja. Und da wollte Patrick auch noch mal so ein bisschen was dazu sagen, so wie er diese Übertragungsleistung von dem Workshop in den Alltag, wie er das so bei uns sieht oder was da so seine Ideen zu sind. Ja, gerne. Also das Schöne, was mir aufgefallen ist, wir haben dann am Abend immer so eine Sharing Round, haben wir das genannt, so eine Runde gemacht, in der wir einfach also die Erfahrungen, die Erlebnisse, die Eindrücke so ein bisschen teilen wollten, was wir so vom jeweiligen Tag mitgenommen haben. Und da war für mich relativ schnell klar, dass ich mir eigentlich gar keine Sorgen machen muss, dass die Teilnehmer irgendwie den Transfer jetzt von der Woche hier in ihren persönlichen Alltag nicht hinkriegen, ganz im Gegenteil. Und was du auch ganz schön gesagt, diese Metapher ist nämlich eigentlich ganz griffig, dass ihr merkt, ihr macht plötzlich aus einer Mücke einen Elefanten, und der ist in dem Moment auch tatsächlich ein Elefant, aber die Teilnehmer haben jetzt hier die Erfahrung gemacht, dass ich aus diesem Elefanten auch wieder eine Mücke machen kann. Und da ist natürlich das Eisbad so ein Paradebeispiel. Ihr geht da rein und fühlt euch im ersten Moment vielleicht ganz schrecklich und denkt irgendwie so, oh Gott, ich bin hier in so einer Überlebenssituation, und kriegt gleich eine Panikattacke, und plötzlich merkt ihr, ihr müsst euch von so einer Situation nicht mitreißen lassen. Ihr seid einfach in der Situation und findet in dieser unangenehmen Situation wieder irgendwie zur Ruhe und seid wieder bei euch, ob sich das in der Atmung ausdrückt oder in euren Gedanken. Und das ist eigentlich halt der Schlüssel, dass ihr einfach in jeder Situation, vor allem die euch irgendwie halt unangenehm sind, die euch stressen, dass ihr euch nicht davonreißen und mitreißen lasst und irgendwie dann in irgendwelche Muster reinfallt, in irgendwelche Automatismen, sondern dass ihr einfach immer Entscheidungen trefft, ob euch das bewusst ist oder nicht. Und das ist einfach halt durch das Eisbad als Beispiel halt sehr, sehr einfach zu bewältigen. Ihr habt dann in dieser Situation einfach keinen Raum für
ja, jetzt gehe ich heute Abend einkaufen oder was gibt es morgen zu essen oder so. Das ist, wenn ihr über sowas nachdenkt, dann kriegt ihr echt ein Problem. Und das hat auch, glaube ich, keiner gemacht. Da haben eure grinsenden Gesichter das Gegenteil gezeigt. Und in dieser Runde hat man halt ganz deutlich gemerkt, dass jeder von euch bis ins Tiefste verstanden hat, es geht hier nicht darum, einfach nur gesund zu sein oder gesünder zu werden oder lange im Eis aushalten zu können oder irgendwie barfuß im Winter einkaufen zu gehen, sondern es geht eigentlich darum, dass es in allen möglichen Bereichen einsetzbar ist und diese Erfahrung von Ruhe, von Balance in Situationen wiederentdecken und wiederfinden zu können, die eigentlich das totale Gegenteil sind, die euch stressen, die euch nerven, in denen ihr euch so eurem Umfeld ausgeliefert seht, das dort gezielt abrufen zu können. Das ist eigentlich der Schlüssel. Und in der Runde haben so viele Leute gesagt, ich kann mir vorstellen, dass ich das da einsetze oder da oder ich gehe häufiger in den Supermarkt und begrüße einfach mal Leute. Ich nehme vielleicht mal jemanden in den Arm, der mir auf der Straße entgegenkommt und traurig aussieht. Und das zeigt mir schon, dass es halt nicht darum geht, wie kriegt ihr quasi eure Atemtechnik in den Alltag? Mache ich das morgens oder mache ich das abends? Das ist im Prinzip wirklich sekundär, sondern ihr habt wirklich gemerkt, dass die Wim Hof Methode so ein wunderbares Multitool ist, dass ihr halt auf verschiedenste Weise in euren Alltag, in alle möglichen Situationen, ob zu Hause, mit der Familie, mit den Kindern, an der Arbeit, mit dem Partner, wo auch immer einsetzen könnt, mal mehr, mal weniger. Und das hängt natürlich davon ab, wie ja, beherzt ihr im Praktizieren der Methode seid. Aber da habe ich jetzt, was die 12 Teilnehmer hier in Polen angeht, ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass die noch sehr, sehr lange davon praktizieren werden. Ja, ich finde, du hast da gerade was wirklich Schönes gesagt. Ne? Also ich kann da ja nur von mir selbst sprechen. Ich habe wieder mal gelernt, dass erstmals Situationen, die mir unüberwindbar schienen, absolut überwindbar sind. So. Und dass ich tatsächlich jetzt nach diesen 3 Tagen, heute Morgen, ich habe mich so auf das gemeinsame Eisbad mit euch gefreut. Es war so schön. Und von einer Situation, die vor ein paar Tagen für mich total stressig war, ist eine wirklich schöne Sache geworden. Ja. Das freut mich zu hören. Sehr schön. Dann haben wir das jetzt auch noch. Nochmal danke, Patrick. Okay, gerne. Das war eine Folge von Ich, Wir Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, zum Podcast und der aktuellen Folge findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartner, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.